Ich denke mal, die meisten kennen das inzwischen. Man geht in die Schule, macht einen Corona-Schnelltest und verbringt den Tag wie früher in der Schule mit seinen Klassenkameraden. Doch so beim Zurückschauen fällt einem auf, wie unterschiedlich die Regelungen jede Woche sind und wie sich das Ganze entwickelt. Aus dem Grund habe ich mir jetzt vorgenommen, die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate immer wieder mehrfach die Woche ein Video hochzuladen, in dem ich klein bisschen über das erzähle, wie gerade die Regelungen sind, was mich gerade beschäftigt und vor allem dann in Zukunft in ein paar Jahren eine Erinnerung zu haben, wie es 2021 war, während einer Pandemie. Die letzten Wochen war ich nochmal in der Schule und habe zweimal die Woche einen Corona-Schnelltest gemacht mit allen meinen Klassenkameraden. Diese Woche sind wir wieder im Homeschooling und machen halt Online-Unterricht, wie die meisten wahrscheinlich. Da wir halt in Abschlussklasse sind, durften wir die letzten Wochen aber nochmal in die Schule und sind diese Woche nur zu Hause, weil halt Abi geschrieben wird und deshalb probiert wird, die Kontakte zwischen uns und denen, die dieses Jahr Abi schreiben, zu vermeiden. Im Unterricht muss man immer seine Maske aufhaben, wie auf dem sonstigen Schulgelände auch, und sollte Abstand halten. Berichtet mir in den Kommentaren gerne von euren Eindrücken der aktuellen Situation und davon, was euch momentan beschäftigt.